Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen an den Monitoren, ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst zu Beginn der Fastenzeit in der Christuskirche hier in Andernach. Zu einem Gottesdienst, den wir gemeinsam vorbereitet haben, Bernd Schlöffel und ich, mit der Unterstützung von Otto Kaiser vom Offenen Kanal und dem Kantor Ingo Bechmann. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich denke, das ist unser Wunsch, dass wir gute Zeit miteinander erleben und dass wir etwas wahrnehmen von der Gegenwart Gottes und dem Wirken seines Geistes. Hier in der Christuskirche, heute am Sonntag in Vukavit. Wie auch in den vergangenen Wochen wollen wir es so machen, dass der Text von den Liedern, die eingeblendet sind, von uns jeweils gelesen wird und dass wir danach von der Orgel die Melodie hören. Das erste Lied unter der Nummer 168, Du hast uns, Herr, gerufen und darum sind wir hier. Ich lese die Strophen 1 und 2. Du hast uns, Herr, gerufen und darum sind wir hier. Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Herr, öffne unsere Herzen und unser Ohr. Herr, öffne unsere Herzen und unser Ohr. Auch in diesem Gottesdienst kommen wir zusammen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese uns aus Psalm 91 einige Verse, Psalm 91. Dort heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schild und Schirm, so dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Soweit die Worte aus dem Psalter im Alten Testament, Worte aus Psalm 91. Wir beten mit Worten von Silvia Bukowski. Du unser Gott, auf den wir hoffen, dein Schutz ist stärker als unsere Angst, dein Trost viel größer als unser Kummer und deine Liebe reicht weiter als unser Leben. Auf diese Gewissheit können wir trauen, aber wenn uns das Grauen der Nacht überfällt, in endlosem Grübeln und bösen Träumen, wenn uns am Tag scharfe Worte verletzen wie giftige Pfeile, dann verlieren wir leicht unseren Halt. Gott, bleib du uns Zuflucht vor allem Bösen. Schick deine Engel, dass sie uns behüten in aller Anfechtung. Erbarm dich unserer geängstigten Seele. Und als Zuspruch hören wir ein Wort aus dem Evangelium nach Matthäus. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Du, Herr, über Mächte und Gewalten. Wie erleben wir so oft die Auswirkungen des Bösen im eigenen Leben und in unserer Welt? Manchmal erschrecken wir auch über uns selbst, wenn uns hasserfüllte Gedanken umtreiben, wenn wir Häme empfinden bei Unglück anderer, wenn wir zu feige sind, menschenverachtende Parolen in unserem Umfeld zu widersprechen. Lass uns nicht los, Gott, denn sich in unseren Abgründen auftun und das Böse nach uns greift. Binde uns an Jesus Christus, unseren Retter, und versiegle uns mit seinem Namen gegen die Mächte der Finsternis. Amen. Mach was, sagt der Teufel zu Jesus. Von Machen kommt Macht. Bevor Jesus nach seiner Taufe seinen Weg geht, predigt und heilt, muss er sich der Versuchung zur Macht mit Liebe widersetzen. Matthäus erzählt davon im 4. Kapitel seines Evangeliums. Ich lese die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihm. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben,
Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du mich anbetest und vor mir niederfällst. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Halleluja! Dein sind die Himmel und dein ist die Erde, die Welt und ihre Fülle, du hast sie gegründet. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Lasst uns miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören nun den Text vom Lied »Ach, bleib mit deiner Gnade«, die Strophen 1 und 2. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Ach, bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert.
Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Entscheidungen. Haben Sie heute schon Entscheidungen getroffen? Es ist ja am Vormittag und ich denke, sobald wir anfangen zu überlegen, fällt uns das eine und das andere ein. Und auf jeden Fall gehört dazu, dass Sie sich entschieden haben, diesen Gottesdienst nun über den offenen Kanal eben mitzuerleben, zu schauen und zu hören. Diese Entscheidung haben Sie getroffen. Und wenn wir genauer hinschauen auf unseren Alltag, wir merken, ständig werden wir in Entscheidungssituationen hineingerufen und wir entscheiden uns. Manchmal schieben wir die Entscheidungen vor uns her, vielleicht gerade dann, wenn es größere Entscheidungen sind und wenn wir unentschieden sind. Welchen Weg soll ich gehen? Hin und her gerissen. Wir können uns fragen, von woher ist es begründet, dass wir uns so oder so entscheiden? Haben wir einen starken Willen und haben wir Ziele vor Augen? Sind es Gefühle, die uns bestimmen und die Lust? Sind es Absichten, die wir formulieren können und dann treffen wir die Entscheidung? Eben in der Lesung haben wir auch von einer Entscheidung gehört, nämlich Jesus Christus, so wird berichtet bei Matthäus und nicht nur dort. Jesus Christus hat für sich entschieden, bevor er in die Öffentlichkeit geht, geht er noch einmal in die Wüste für 40 Tage, zieht sich zurück, nimmt Abstand, sucht die Stille. Man kann vielleicht so sagen, eine Art von Vorbereitung auf all das, was dann kommen wird. Jesus entscheidet sich, in die Abgeschiedenheit, in die Stille zu gehen und macht Erfahrungen, besondere Erfahrungen, von denen wir eben gehört haben. Denn das gehört mit dazu, dass wenn wir Entscheidungen getroffen haben, sich dann auch Dinge ereignen. Bei Jesus so hören wir die Versuchung. Gedanken, Vorstellungen und Wünsche auch ausgedrückt, als nicht nur von ihm und aus seinem Herzen und seinem Kopf herkommend, vom Bösen, vom Teufel. Die Anfragen, mach es so, und dann ist Jesus vor die Entscheidung gestellt. Gibt er dem nach? Trifft er seine Entscheidung? Oder aber geht er einen anderen Weg als wie den vorgeschlagenen? Es ist heute nicht der Predigttext, aber als Lesung nah dran, auch an das, was wir gerade hören. Bei Jesus und in der Versuchungsgeschichte wird deutlich, in seinem Kopf und in seinem Herzen hat er die alten Traditionen, die jüdischen Traditionen, das Alte Testament, das biblische Wort und von daher begründet seine Entscheidungen und seine Verhaltensweisen. In dem für heute vorgeschlagenen Predigttext geht es auch um eine Art von Versuchung. Ich lese uns aus dem Neuen Testament, dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 13, die Verse 21 bis 30. Johannes 13, 21 bis 30. Die Situation ist die, dass Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem angekommen ist. Die Passionszeit, die Leidenszeit beginnt und dazu gehört auch das Zusammenkommen zu einem letzten Passamahl, zum Abendmahl. Und eine Szene aus dieser Begebenheit wird bei Johannes so beschrieben. Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe.
Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihm den Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als Judas nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Versuchung, eine Nähe zu dem Text, den wir eben gehört haben, Jesus in der Wüste. Wahrscheinlich doch in dem Falle, dass wir sagen können, ja, auch Judas war an diesem Abend in der geschilderten Geschichte herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Soll er bleiben, so wie die anderen Jünger, so wie Jesus, oder soll er gehen? Entscheidet sich Judas? Geheimnisvoll, hier wird mehr als wie bei den anderen Evangelien noch etwas anderes zum Ausdruck gebracht, dass es am Ende nicht ganz allein die Entscheidung von Judas gewesen ist, sondern etwas Böses. Der Böse, der Teufel, dringt in ihn ein. Und tatsächlich schon dies nachdenkenswert, nämlich die Frage an uns, wenn wir uns entscheiden, wie sehr ist es unsere Entscheidung, wie oft kommen andere Beweggründe noch hinzu, bis dahin, dass wir im Nachhinein vielleicht gar nicht so genau sagen können, warum wir uns entschieden haben und welche Kräfte uns dazu bewegt haben. Oft sind es unklare, unbewusste, ja fast rätselhafte Quellen, die uns antreiben, um bestimmte Gedanken, Worte und Taten zu tun oder auch nicht zu tun. Das, was geschieht, wenn Judas sich entschieden hat, an diesem Abend und der darauf folgenden Zeit, das wird berichtet in den Evangelien. Judas verlässt den Raum, verlässt Jesus, verlässt die Jünger, er geht zu den Römern, er nimmt das angebotene Geld, 30 Silberstücke, und er verrät den Ort, wo Jesus sich am Abend noch aufhalten wird. Später bereut er diese seine Entscheidung, und ich glaube, viele von uns wissen, wie es dann weitergeht. Er wirft das Geld weg und er nimmt sich selber das Leben. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dieser kleine Ausschnitt aus dem Lebensweg des Judas und in unserem Hinterkopf, das, was sich danach ereignet, das ist uns heute vorgegeben als biblische Aussage und als Text. Was sagt uns das? Was können wir damit anfangen? Wie kann uns etwas deutlich werden im Blick auf das eigene Leben? Wahrscheinlich als erstes die Frage, die uns kommt: Warum eigentlich verhält sich Judas so? Ist er willenlos, beherrscht von einer fremden Macht, so wird es auch angedeutet, oder ist es Geldgier? Denn es wird angedeutet, dass er das Geld unter sich hatte und er bekommt 30 Silberlinge. Aber kann das wirklich der Grund gewesen sein, warum Judas sich so verhält? Vor einigen Jahren ist ein neuer Film auch im Fernsehen gezeigt worden, Maria Magdalena. Und in diesem Film hat Judas auch einen besonderen Platz. Er wird ausführlich dargestellt und er kommt zu Wort. Und ohne dass wir das von der Bibel her wissen, wird dort angedeutet, vielleicht könnte es so gewesen sein, dass Judas unter schlimmen Umständen seine Familie verloren hat, so jedenfalls in dem Film. Seine Frau und seine Kinder leben nicht mehr und all das, was sein Leben geprägt hat und einen Halt gegeben hat, ist verloren gegangen. Judas begegnet Jesus, er glaubt und erkennt in ihm den Messias und er beschließt, mit ihm unterwegs zu sein. Die Vorstellung, die damals verbreitet war, auch bei den anderen Jüngern, war: Mit Jesus gehen wir nach Jerusalem, dann geschieht die Apokalypse, das Ende der Zeit, und der Messias, Jesus Christus, wird offenkundig und alles wird sich verändern.
Zu dieser Veränderung, die erwartet und erhofft wurde, gehörte auch die Auferstehung derer, die vorher gelebt haben. Und in dem Film wird es ausgemalt und dem Judas in den Mund gelegt, er hat die Hoffnung, dass er seine Familie, seine Frau und seine Kinder wieder sieht. Und nun kommt Jesus und nun kommen die Jünger in Jerusalem an und es zieht sich in die Länge. Judas voller Ungeduld will dem Ganzen eine Dynamik geben, einen Drang, will Jesus auffordern, etwas zu tun, und so greift er zu diesem Mittel. Ob das so überzeugend ist, das mag dahingestellt sein, aber es hat immer wieder Versuche gegeben, gerade den Judas und seine Beweggründe zu seinem Verhalten zu erkennen, zu verstehen. Und in diesem Film jedenfalls erscheint Judas fast sympathisch, jedenfalls hat er das Mitgefühl, man kann nachvollziehen, was sich in ihm abspielt und warum er sich so verhält. Die Trauer des Judas, die Erfahrungen, die gemacht hat, die Enttäuschung. Und nachdem all das sich dann noch anders entwickelt, als wie er es sich vorgestellt hat, die große Traurigkeit und die Ausweglosigkeit, dass er sich am Ende das Leben nimmt. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, eine Möglichkeit, tiefer einzudringen in diese Geschichte. Die Frage allerdings, die uns dann am Ende doch bleibt: Wie kommt uns die Geschichte nahe? Bleiben wir am Ende Zuschauer oder werden wir hineingezogen und betrifft es unseren Alltag? Mehr als dass wir hören und sehen, was damals gewesen ist. Ich habe am Anfang gesagt, wir alle treffen Entscheidungen. Jeden Tag neu die großen und die kleinen Entscheidungen. Immer wieder sind wir herausgefordert. Und für die Entscheidungen, die wir treffen, brauchen wir Orientierung. Was sage ich zu bestimmten Menschen und was sage ich nicht? Was tue ich und was fange ich an mit der Zeit, die mir gegeben ist, mit meinem Leben? Und was unterlasse ich? Wie gehe ich um mit dem Geld, mit der Zeit, mit den Möglichkeiten zum Konsumieren? Was will ich erreichen und wie will ich es erreichen? Alles Entscheidungssituationen, vor die wir immer wieder gestellt werden. In den beiden Geschichten, die wir heute aus der Bibel vor Augen haben, sehen wir Jesus und Judas auch vor Entscheidungssituationen. Und ich denke, wir können einen großen Unterschied feststellen. Jesus orientiert sich bei den Anfragen, die ihm gestellt werden, bei der Versuchung an den biblischen Traditionen. Er findet biblische Geschichten und biblische Worte, die ihm helfen, eine Entscheidung zu treffen und der Versuchung und der Anfrage zu begegnen. Und so jedenfalls wird es berichtet, er findet einen guten Weg. Er findet einen Weg, der am Ende ihn dorthin führt, dass er seine Wirksamkeit in Judäa und Galiläa beginnen kann. Bei Judas ist es genau umgekehrt. Wir wissen es nicht wirklich, aber da ist am Ende der Verrat und ein Weg, der jedenfalls Judas in die Verzweiflung und in den Tod führt. Am Ende, nach den Entscheidungen, die er getroffen hat, weiß Judas nicht mehr weiter. Wir wollen vorsichtig sein. Die Gestalt des Judas ist nicht klar zu erkennen, seine Beweggründe. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt. Und deswegen ist es angebracht, Zurückhaltung, keine eigene Selbstgerechtigkeit. Gerade auch, wo angedeutet wird, dass es nicht nur Judas allein war und sein Wille, sich so zu entscheiden. Aber es wird doch deutlich in diesen beiden Geschichten, wie hilfreich und wie gut es ist, wenn wir Maßstäbe, Normen, Vorgaben und Regeln haben, an die wir uns wenden können. Und darum, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, und das ist für mich die Botschaft aus diesem Text, darum sollten wir uns bemühen, dass wir selber dann gute Entscheidungen treffen, die wir begründen können, weil sie abgedeckt sind durch unsere Erkenntnis und durch Erfahrungen, die wir selber gemacht haben und die andere gemacht haben und die aufgeschrieben stehen. Ich will zum Schluss zu sprechen kommen auf die Bergpredigt, denn ich glaube, das ist ein guter Maßstab, eine Tradition, von woher wir unsere Entscheidungen treffen können. In den drei Kapiteln, aufgezeichnet bei Matthäus,
ist ein solcher Maßstab, der über die christliche Kirche hinaus auch für viele andere Geltung bekommen hat, notiert und aufgeschrieben. Dort finden wir die Seligpreisungen. Selig sind die Barmherzigen, die Geduldigen, die ein reines Herz haben. Wir finden das Vaterunser und die goldene Regel, handel so, wie du willst, dass auch die anderen sich verhalten sollen. All diese konkreten Möglichkeiten, wonach wir unsere Entscheidungen ausrichten können. Und am Ende von dieser großen Predigt, die Jesus am See Genezareth gehalten hat, steht das Gleichnis und die Aufforderung, baue dein Haus auf einen Felsen und nicht auf Sand. Baue dein Haus und treffe deine Entscheidungen, dass sie begründet sind und nicht so, dass du unsicher bist und nicht weißt, von woher die Entscheidung gefällt worden ist. Dann, so die Aussage des Gleichnisses, wird dein Leben Bestand haben, wenn der Sturm kommt und wenn das Wasser kommt. Das eine Haus wird stehen bleiben und das andere wird zerfallen. Das Leben Jesu hat am Ende auch in der Passion und am Karfreitag auf Golgatha ein Ende gefunden zu früh. Und doch im Nachhinein werden wir sagen können, gerade auch im Vergleich zum Leben des Judas, dass es eben nicht zerbrochen ist, sondern dass Jesus den Weg gegangen ist, der am Ende Bestand hat. Und so spricht uns dieser Text zu Invokave zu Beginn der Fastenzeit an, dass wir Jesus und Judas vor Augen haben, die Entscheidungen, die sie getroffen haben und die Folgen, die das am Ende gehabt hat für Jesus und für Judas. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das Lied, das wir aufschlagen, das wir gleich intoniert von der Orgel her hören, ist das Lied unter der Nummer 656, Fürchte dich nicht. 656, ich lese uns die Strophen 1, 2 und 3. Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst. Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit ihr lebst du. Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von dem du lebst. Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von ihm lebst du. Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für den du lebst. Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für ihn lebst du.
wollen miteinander beten, Fürbitte halten und gemeinsam das Vaterunser sprechen. Danke Gott für dein Wort, das uns Mut macht und unserem Denken und Leben die Richtung zeigt bei den Entscheidungen, die wir treffen, im Großen und im Kleinen. Auch unseren kleinen Glauben achtest du als Glauben und wertest ihn nicht ab. Aber du möchtest ihn noch mehr anfachen, stärker entflammen, zum Lodern und Leuchten bringen. Unser Glaube möchte unser Leben bestimmen und stärken, wenn Angst und Sorgen, Missgunst und Ablehnung uns erfüllen. Durch unseren Glauben möchten wir Zuversicht ausstrahlen, damit auch unsere Mitmenschen gestärkt und ermutigt werden. Wir danken dir, Gott, dass du mit uns gehen willst auf unserem Lebensweg. Was die neue Woche uns bringen wird, das wissen wir nicht. Aber dich bei uns, neben uns und über uns zu wissen, das tut gut. Aber nicht nur für uns wollen wir dich bitten. Herr, wir bitten dich für die Menschen in unserer Gemeinde und darüber hinaus, in der Stadt und im Land, die in Mühen und Ängsten leben, die krank sind, gerade auch in dieser besonderen Zeit, oder sich um Kranke sorgen, die nicht wissen, wie sie die kommende Woche bestehen sollen. Wir bitten dich um ein gutes Zusammenleben in unserer Gemeinde. Hilf uns, offen miteinander umzugehen und um Einigkeit und Toleranz zu bemühen und so zum Frieden beizutragen. Du, Gott, wirst uns beschützen. Du, Christus, wirst uns erneuern. Du, Heiliger Geist, wirst uns ermutigen und beleben. Und wir sprechen zu dir mit den Worten, die du auch uns in Jesus Christus damals gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt das Schlusslied. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Die Strophen 1 und 4. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Sei mit uns auf unseren Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot. Sei um uns mit deinem Segen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen.
Uns allen eine gute Woche, eine gute Zeit. Uns allen gute Entscheidungen, die wir treffen im Großen und im Kleinen. Der Gottesdienst aus der Christuskirche endet wie ein jeder Gottesdienst mit der Bitte um den Segen Gottes und danach das Nachspiel des Organisten an der Orgel. Und es segne und es behüte uns, der Allmächtige und der Barmherzige, der gütige und der gerechte Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.